In der Secondhand-Zeit ist meine Partie die Rolle der Geflüchteten. Eine junge Frau, die geflohen ist und in sehr jungem Alter schon wahnsinnig viel an Leid und Tod und düsteren Gedanken erfahren musste. Ja, meine Figur beschäftigt sich viel mit dem Thema Tod und hat auch vieles an Selbstmordgedanken schon gehabt in ihrem Leben. Hat sich viel selber verletzt und selber Wunden zugefügt, aber ganz den Schritt zum Selbstmord ist sie nie gegangen. Aber das Thema Tod begleitet sie immer. Und sie hört auch in ihrem Kopf, hört sie immer die Stimmen der Vergangenheit und sie sieht in ihrem Kopf die Bilder von toten Menschen, toten Kindern und wird so ein bisschen verfolgt von diesen ganzen Bildern und Stimmen der Gestorbenen. In Boris Godunow ist meine Figur die der Xenia, die junge Tochter von Boris Godunow. Und auch sie ist eine junge Frau, die viel zu früh mit dem Thema Tod und Verlust konfrontiert wurde, die ihren Verlobten verloren hat. Der ist gestorben in einem Sturm auf See und ist sozusagen eine extrem junge Witwe, die völlig in ihrer Trauer eigentlich in sich zusammenfällt und völlig den Boden unter den Füßen verliert. Ja, ihr ganzes Leben dreht sich eigentlich nur noch um diesen Schmerz, den sie spürt. Meine beiden Figuren sind hauptsächlich dadurch verbunden, dass es beides sehr junge Frauenfiguren sind, deren Leben sich hauptsächlich um die Beschäftigung mit dem Tod dreht und die einfach beide diese furchtbaren Erlebnisse hatten, die mit Tod zu tun haben und einfach dann die Art und Weise gezeigt wird, wie die beiden Figuren mit dem Verlust umgehen und einfach mit diesem ständigen Gedanken an den Tod von anderen Menschen, den eigenen Tod vielleicht. Das verbindet diese beiden Frauen, dass der Tod einfach ein ständiger Begleiter ist in den Gedanken.